Yes, ja, Usa, Chong! Willkommen zur Audition von East TV. Ladies and Gentlemen, okay. Ich weiß. Ich mache immer so Sachen und Dinger unten in meine Videos hier rein und so weiter und so fort. Aber nie gehe ich eigentlich hin und erkläre so 100% was es ist. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich mache immer diesen einen Slideshow unten rein, der sagt, ich habe schon meinen Löwen gesehen werden. Auf dem Revier, große Geschichten. Slam Boys Stories Buch, available auf meiner Website, bla 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 bla. Aber ich weiß nicht, ob viele Leute draußen wissen, was mein Slam Boys Stories Buch überhaupt ist. Deswegen habe ich gesagt, heute diese Edition geht über mein Buch. Ich rede über mein Buch, das ist schon eine Weile raus. Ihr kennt mich, bin schon lange dabei, mache schon lange mein Shit. Aber erkläre ich das nie. So, deswegen habe ich gesagt, heute ist Slam Boys Stories Time. Für die, die keine Ahnung haben, Slam Boys Stories ist dieses Buch hier. Das habe ich rausgebracht. Okay, egal wann, ich habe es rausgebracht. Und das ist basically ein Buch über Stories von meinem Leben. Was ich erlebt habe, was ich euch weitergeben kann. So Infotainment. Information und Entertainment, alles in einem. Und dieses Buch ist basically echt cool, weil das connected ist mit QR-Codes. Das heißt, das hat... Warte mal. Ja, genau. Das hat so eine QR-Codes hier unten drin. Und das heißt, wenn man auf einer Story ist, zum Beispiel, wie ich mit einem Fiets, das heißt Fahrrad, ein Tandem durch Soweto gefahren bin. Das ist so eine der gefährlichsten Townships in Südafrika. Ja, da bin ich einfach mal mit dem Fahrrad durchgefahren und dann gibt es halt diese QR-Codes, die man hier unten dann mit seinem Smartphone so scannen kann und dann kann man das Video sehen. Und hier in diesem Text, den ich selber auch geschrieben habe, imagine den Shit, okay? So, ich habe nicht People, die für mich Bücher schreiben. Ich fucking schreibe die Bücher einfach selber. Das hat mich so knapp, ja, 1,5 Jahre gedauert, um die ganzen Stories zusammenzusammeln und rauszufiltern, welche ich überhaupt in mein Buch reinmache. Und okay, ich fange mal den ersten Satz an. Yes, ja. Wenn ihr denkt, what the Donner kommt jetzt für eine Story von Is, nicht worin, hatte ich auch gedacht. Okay, wie ihr sehen könnt, ich struggle ein bisschen zu lesen, weil ich lese nicht viel. Das heißt, ich kann schreiben, aber ich kann nicht so flüssig lesen. Das Buch ist geschrieben, so, also wer Deutsch kann, kann das zu 80% verstehen, 85% verstehen. Es ist aber so ein bisschen geschrieben in dem Slang, den ich spreche, in dem Nam-Slang. Das ist jetzt noch ein anderes Buch, was ich rausgebracht habe. Das ist der Nam-Slang. Das ist ein Deutsch, was wir in Afrika sprechen. In Namibia vor allen Dingen. Seit den letzten 120 Jahren hat sich da so ein bisschen ein anderer deutscher Dialekt entwickelt und hat sich mit den ganzen anderen einheimischen Sprachen so ein bisschen vermischt. Sehr viel Englisch, sehr viel Afrikaans. Ovambo, Herero, Buschmann, Klicklaute sind auch da drin zum Beispiel. Aber wie gesagt, zu 90% kann man dieses Buch trotzdem verstehen. Da sind so ein, zwei Wörter und wenn man die dann nicht versteht, dann muss man eben dieses Buch holen. Ist kein Muss, aber dann könnt ihr, wenn ihr dieses Buch holt, dann könnt ihr ein bisschen besser verstehen für das ein oder zwei Wörter, die ihr nicht verstanden habt. Ich denke, was ich jetzt mache, ist, ich blätter so durchs Buch durch und dann da, wo ich stopp, gucke ich, was für eine Story das ist und dann erzähle ich euch von der Story einfach, dass ihr so ein bisschen so ein Insight kriegt. Okay, einer muss stopp sagen. Ah, okay. Das perfekte Dinner. Okay, wo fange ich an? Ich habe beim perfekten Dinner mitgemacht bei der Kölner Runde. Das war so, dass das perfekte Dinner wurde in Südafrika gedreht. An dem Tisch haben die Mitbewerber, die Köche, die da mitgedingst haben, haben über einen von meinen Songs gesprochen und dann hat das perfekte Dinner mich angerufen und gesagt, hey, wir wollen gerne einen von deinen Songs spielen. Ich so, ihr seid vom perfekten Dinner? Dann habe ich gefragt, okay, kann ich nicht auch mal mitmachen? Und ey, knapp 2 Monate später war ich auf einmal in der Show drin. So, das ging eigentlich ziemlich schnell. Das perfekte Dinner. Ich lese mal einfach nur den ersten Satz. Ich lese nicht die ganze Story. Yes, ja. Das Excitement war groß im deutschen TV. Ein Namibianer kocht bei Das perfekte Dinner Show mit. Ja, man glaubt es kaum, aber ich war der verrückte Augie, der damals da gekocht hat. Oder warte, lass mich lieber nicht kochen sagen, weil ich habe gebreit. Also gebreit ist Grillen. So, ich habe nämlich dieses schöne Essen, habe ich hier zusammen gemacht, das Oryxfleisch. Squashes, Millipap, Omayova, das sind so eine Pilze aus Afrika. Ja, das perfekte Dinner war cool. Wir waren drei Chicks. Also eine war nicht mehr eine Chick, eine war schon eine ältere Dame, die Monika. Und 2 Dudes. Aber ich war eigentlich der einzige richtige Mann. Weil
Der andere Bra hier, der war so ein bisschen auf einer anderen Seite. Was für mich auch interessant war, weil ich nicht so viel mit Transvestiten in meinem Leben ever zu tun habe, weil in Namibia gibt es da nicht viele. So, das war interessant, das mal zu sehen, und dann waren wir auch in seiner Wohnung drin und habe ich seine ganzen Kostüms und so weiter da gesehen. So, ja, war exciting, fand ich cool, auf jeden Fall. Eine coole Runde. Ich muss sagen, bei dieser Runde kam letzter, glaube ich. So, ich habe nicht so, also die waren nicht so impressed mit meinem Kochen, weil, was auch in der Story hier drin steht, als ich dann alles vorbereitet habe, habe ich natürlich, okay, Teller, Messer, Gabel, Löffel, okay, alles hingestellt und dachte, okay, jetzt bin ich fertig. Nach der Vorspeise, aber weil man muss drei so eine Menüs machen, habe ich natürlich die Messer und Gabel abgeräumt. Und als ich dann die Hauptspeise gebracht habe, ihr müsst wissen, das ist, man dreht 5 Tage lang von morgens bis abends spät, 1 Uhr, 2 Uhr, habe ich vergessen, neues Besteck hinzulegen. So, jetzt bringe ich die ganzen Teller, auf einmal gucken die mich alle so an. Und ich so, was ist los? Ja, Besteck. Und ich dann so, in dieser Sekunde, ich so, nee, aber wir essen in Afrika ohne Besteck. So, das möchte ich auch gerne haben, dass wir jetzt alle ohne Besteck essen. Und dann sind die wirklich hingegangen und haben dann das Fleisch und die Soße alles so mit den Händen gegessen. Die eine Chick, diese hier, die Nasli, die hat mich nicht geliked. Die hat mich geliked, aber die hat mich an dem Tag nicht geliked, weil sie mit der Hand essen musste. Und auf einmal wollte sie doch kein Fleisch essen und auf einmal hat alles nichts geschmeckt und so. Ja, das Schöne ist, man kann dieses Video auch sich nochmal angucken. Hier ist so ein QR-Code für die, die das noch nie gesehen haben, wo ich beim perfekten Dinner war. Es ist schon eine Weile her, 2011 war das, aber es war eine coole Story. Ja, hier sind fast 130 Stories aus meinem Leben drin, wie ich Nashörner zu Fuß jage mit meinem Team. Oh, bei der Millionärswahl mitgemacht habe. Wie wir in Afrika Weihnachten feiern, das auch da drin ist. So, viele coole Stories. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen mehr Information geben konnte für dieses Ding, was immer so unten reinkommt. Ja, würde ich sagen, für die das cool finden, guckt rein in meinen Online-Shop. Der Link ist hier unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr das bestellen und ja, dann freue ich mich, weil das Schöne ist, in meinen Geschichten habe ich versucht, so nach jeder Geschichte einfach so ein bisschen zu sagen, was habe ich aus diesem Erlebnis gelernt, was kann ich dafür in meinem Leben weiternehmen und ja, einfach lernen. Wir sind auf dieser Welt, um zu lernen, um besser zu werden, und ja, das ist auf jeden Fall in den Storys drin. Dann kurz noch zu dem Roadtrip Namibia, gab es ein Gewinnspiel von YOLO Reisen, Air Namibia und Namibian Tourism Boat. Und die Gewinner wurden jetzt gezogen von YOLO Reisen und wurden mir per E-Mail geschickt. Ja, die Gewinner sind Niklas Hohmann und David Karl. So, wenn ihr das jetzt seht, springt hoch, freut euch, yeah! Weil ihr habt einen Trip für, ich glaube, 10 Tage nach Namibia gewonnen. Und für alle die leider nicht gewonnen haben, don't worry, weil man kann den Roadtrip auf YOLO Reisen, kann man den buchen. Und dann könnt ihr ab nächstes Jahr mit den Leuten mitreisen, die auch jetzt gewonnen haben. Und diesen Roadtrip, den wir mit den ganzen YouTubern erlebt haben, könnt ihr dann auch erleben. So, ja, checkt einfach hier unten in die Videobeschreibung rein, da macht den Link hin von YOLO Reisen. Checkt das aus. Dankeschön nochmal an die ganzen Sponsor, die diesen Roadtrip möglich gemacht haben. Weil wir erleben crazy shit und das ist eigentlich basically nur möglich wegen den Sponsors. Und wegen euch, weil ihr das checkt und das enjoyt. So, ja. Das war's für heute. EasyTV signing out. Ladies and Gentlemen, wünsche euch einen schönen Abend.